Zeuge Abraham de la Peña, Niederlande, Installateur, 55 Jahre, 146. Verhandlungstag, 26.03.1965. Zweckerstützung des Gedächtnisses des Gerichts. Bent u akkoord indien we uw getuigenis op een magnetofoonband opnemen? Ja, maar niet voor sensatie. Der Zeuge ist einverstanden, aber nicht zum, sagt, zu sensationellen Zwecken, also, nicht zur Veröffentlichung. Band vor Sensatie komme ich nicht. Bitte schön, wollen Sie es nochmal sagen? Ja, der Zeuge würde sich einverstanden erklären, wenn es nicht für später für publizitäre Zwecke aufgenommen wird. Nein, es ist nur zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Ja. Nicht für Sensation, das Spielfall machen, das will ich nicht. Das ist Wirklichkeit. Mhm. Ist er einverstanden? Ist ich bin d'accord. Ja. Herr Zeuge, Sie sind ebenfalls im Lager Auschwitz gewesen. Wie warst du in Auschwitz? Wann sind Sie dorthin gekommen? Ungefähr April, halb April, 20 April, ich weiß nicht genau die Zeit. 44. Ja, er ist ungefähr Mitte April 1944 eingetroffen. Ja. Und wo sind Sie in Auschwitz angekommen? Auf der Rampe in Birkenau oder wo sonst? In Birkenau. Ja. Wie viele Menschen waren ungefähr in Ihrem Transport? Wie viele Menschen waren in Ihrem Transport betroffen? Ja, das kann ich nicht sagen. Aber da waren ungefähr, weil wir sind gleich mit einem Hungars Transport gekommen, so ungefähr 5000 Menschen. Ihr könnt es nicht genau sagen, denn Sie sind zusammen mit einem ungarischen Transport eingetroffen, aber er schätzt, dass Sie ungefähr zu 5000 Menschen waren. Ja, also, Frau Dolmetscherin, ich möchte Sie bitten, das, was der Zeuge sagt, wörtlich uns so zu übersetzen, wie er sagt. Also nicht zusammenfassen, sondern genau mit den Worten des Zeugen uns das zu übersetzen. Sie sagen also, ungefähr, glauben Sie, hätte dieser Transport wie viele Menschen umfasst? Zusammen mit zwei Transporten, ja. Ne? Ungefähr 5000. Ja. Dieser Zug kam an der Rampe in Birkenau. In welcher Richtung mussten Sie denn dann, nachdem Sie ausgestiegen waren, gehen? Das ist so, mach ich auch ein bisschen Deutsch sprechen, ob es geht. Können Sie es vielleicht hier an der Karte uns einmal zeigen? Könnt ihr even an der Karte gehen, um zu tun, wo ihr gekommen seid? Das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Das ist schon 20 Jahre vorüber, das weiß ich nicht. Sind Sie in Richtung der Krematorien gegangen oder sind Sie in Richtung des Ausgangs des Lagers? Wir sind ausgestiegen, genau gegenüber Krematorium, war 4 Schornsteine Stunde. Ja. Und sind Sie in dieser Richtung auch weitergegangen? Nachher? Nein, das ist so. Sie finden nicht schlimm, wenn ich etwas da spreche? Nein. Das ist so. Wir sind angekommen und haben nicht gewusst, was Gaszimmer waren. Und die SS und auch die Gefangenen, die da arbeiten, haben uns aus dem Zug geschlagen. Und wir sind auf eine Person angelaufen und die hat gesagt, links oder rechts. Wie arbeiten konnte, die geht links und wie nicht, wie nach der Gaszimmer ging, ging rechts. Und ich habe das Gesicht gesehen, für Sie verstehen, was ich meine, von der Person, die das hat gemacht, aber man vergisst immer was. Und später, wenn ich in Auschwitz ankam, waren ungefähr 270 Männer, die da ankamen. Und von den Frauen ist auch etwas 200 übergeblieben. Ja. Nun, Sie sind dann in das Lager Auschwitz gekommen, wie Sie uns eben gesagt haben. Und zwar war das das Stammlager. Das Stammlager. Das Arbeit macht Freistunde da oben. Jawohl. Und dort wurden Sie einmal krank? Nein. Ich habe da gearbeitet auf einem Munitionlager, Munitionfabrik. Ja.
Bitte, wenn Sie nicht etwas verstehen, dann kann ich es auch in het Hollands erklären. Ja. Aber das geht vielleicht so besser. Ja. Das kommt mir besser aus. Ja. Und ich habe gearbeitet auf einer Munitionfabrik. Ja. Van de Union. Ja. Und dann mussten wir, habe ich jede Nacht 200 Granatkoppen moesten machen. Das waren eine ganze Menge, vielleicht 20 Maschinen stonden da. Und man muss 200 Granatkoppen machen. Koffer? Ja, Koffer. Körbe? Oder Köpfe? Koppen vor der Granate. Köpfe. Und wenn ich da gearbeitet habe, dann muss man anfangen um 6 Uhr abends bis 6 Uhr früh. Und ich kam zur Arbeit und meine Maschine war kaputt. Und 11:30 bekam ich zu essen. Aber toen kwam die SS en die schouwde op een papier, heb ik 10 granaatkoppen fertig gemacht. Ze hebben me metgenomen, niets voor te essen, aber ich habe ze ungefähr 20 Schlagen met een elektrakabel auf mijn Hintern gehad. Dat ik kon 3 Monate niet auf mijn Rücken liggen. Ja, sind Sie auch einmal infolge von Magenbeschwerden zum Arzt gegangen? Auch nur Nervosität. Nur? Nur aus Nervosität. Nur aus Nervosität. Nicht? Und bei welchem Arzt waren Sie da? Waren Sie da bei einem Häftlingsarzt oder bei einem Lagerarzt? Na, wenn ich auf mein Hintern hab gehabt, von hinten, bin ich den nächsten Tag früh von der Vorrede geschlafen, bin ich gegangen. Und dann haben sie mir was Jodium. Ja, Jod. Jod auf die Wunde gemacht. Ja. Auf die Wunde gedaan. Auf die Wunde. Und ich habe weiter, das ist 2 Monate weiter gewesen. Gingen wir wieder zur Arbeit abends und ich lief hinten in die Reihe und ich fiel, of ich bin ausgeglitten. Zeigen eine SS'er auf. Und die SS'er, die schmeißt mir gegen den Grund. Was macht die SS? Der hat ihn auf den Boden geworfen. Ja. Ne? Und ich habe ungefähr, hat er mich geschubbt, habe ich 200 oder 300 Meter musste rollen. Rollen den Boden. Rollen, ja. Ne? Später bin ich ins Krankenhaus, nach dem Doktor gegangen und habe ich schon einen Schmerz gehabt von die Schuppe. Und dann bin ich in das Krankenhaus gekommen. Wann war das ungefähr? 3 Monate später, ich weiß nicht genau, ich kann Ihnen kein Datum erzählen. Ich weiß keinen Tag. Ja, war es im Jahr 44, im Sommer? Das war auch in 44, ja. Im Sommer oder im Herbst? Nein, das war ungefähr 3 Monate später, so August etwas. Juli, also im August. Sommer, ja. Ja. Und dann kam ich in das Krankenhaus zu liegen. Und ich war 2 Tage in het Krankenhaus, wird er gesagt, er kommt in Selektion. Von wem ist das gesagt worden? Durch de, die de Leitung hat über das Krankenlager. Von dem SS-Mann? Nein, so'n ein Stubeälter, noem ich das mehr. Ich weiß nicht, wie das ist, wie es genannt ist. Ja. Also ein, auch ein Gefangener? Auch ein Gefangener. Ja. Und 2 Tage später habe ich 2 getroffen und die waren bei der SS gewesen. Und die haben gehabt, und die hatten in Riga, haben die, sie haben 2 Ladungen Holz gestohlen mit der Auto. Ah ja, die haben mit einem Auto 2 Posten Holz gestohlen. Und die sind vor Strafe nach Auschwitz gestürzt. Und deswegen wurden sie bestraft und nach Auschwitz geschickt. Als Gefangene. Ja, als Häftlinge. Und habe ich gesprochen mit den Leuten. Man konnte das erkennen an den Winkel, die sie haben. Die hatten wieder einen anderen Winkel wie wir Gefangene. Und dann sagte ich, was hatten die denn für einen Winkel? Ein roter, mit einem witten, einem weißen und noch ein roter Dreieck. Ein rotes, ein weißes? Ja, ein kleiner, dünner Streifen. Ja, und noch ein rotes Dreieck. Und noch ein rotes Streifen mit einem Weiß erin. Mit einem Weißen? Ja, u heeft gezegd rot. Gewoon een Driehoek. Ja, es war ein Dreieck. Ja,
Und dann heb je, das war rot, und dann heb je einen witten Rand gehabt. Mhm. Erst kam ein roter Rand, dann ein weißer Rand, und in der Mitte, was übrig blieb, auch noch ein roter Rand. Ja, war ein roter Rand. In der Mitte, was übrig blieb, das war weiß. War es weiß? Ja. Ich glaube zumindest, weil es ist schon 20 Jahre her, dann weiß man das nicht so genau mehr. Hatten die irgendeinen Buchstaben dabei? Nein. Nein. Und dann habe ich mit den Leuten gesprochen, und dann hat die ein zu die andere gesagt, welcher Doktor kommt für die Selektion? Hat die gesagt, Dr. Lukas. Ach, sagen die zwei Reichsdeutschers, wir brauchen keine Angst, wir sind Reichsdeutschers. Und die haben keine Nummer auf der Armel gehabt. Keine Reichsdeutscher bekam ein Nummer auf der Armel. Ja. Und kam und auch dann der Dr. Lukas? Ja, die kam. Und später, zwei Tage später, kamen zwei Kraftwagen und haben 150 Leute eingeladen für das Gaszimmer. Aber da waren zwei weggelaufen, haben sie mal zwei andere Kranken mitgenommen. Und wenn die Dr. Lukas in das Krankenhaus kam, habe ich ihm erkannt, dass hij genau die Selektion hat ausgeführt bei der Eintritt von Birkenau. Ja. Und hat denn der Dr. Lukas auch diese Selektion durchgeführt? Die hat die Selektion durchgeführt. Waren Sie da auch dabei? Ja, ich habe auf der, man musste 5-5 stehen, aber das haben wir gefochten, um hinten zu kommen, um nicht nach vorne. Want er had immer de Muzelmannen, hebben we die genoemd, ja. Had hij eruit gehaald. Nee? En dan hebben we zo gestaan met de arm en is dat nummer opgeschreven. Ja. En de nächste dag, twee dagen später, zijn 150. Maar twee zijn weggevluchtet, hebben ze twee andere kranken bij het transport gemaakt. Ja. En wenn ich 19 Dezember. Een televisieuitzending had gezien. Mag ik doorspreken? Ja. Een Fernsehsendung gezien, ja. Heb ik gelezen of gehoord dat die Dr. Lukas in Auschwitz was en hij was onschuldig. Dat gezicht had me gar niet gezegd, want ik erkende hem niet. Nur die namen die had bij mij gebroken. Ja. Haben Sie den Dr. Lukas nachher noch irgendwann einmal gesehen nach Nein, dieser Selektion? Nicht mehr. Mhm. Want ich bin gerade schnell wieder in die Arbeit gegangen, so kröpel wie ich war. Ich wilde nicht mehr in das Kuhn da bezig. Mhm. Ich habe ihn nur zweimal gesehen, leider. Aber das war genug. War da noch eine zweite Selektion? Nein. Ich habe bloß die zwei Selektionen mitgemacht, mehr nicht. Welche zwei Selektionen? Sie haben bisher. Die erste an der Bahnhof. Ach so. Und dann muss man auf ihm laufen, genau wie die Mikrofon steht. Und ihr hat gefragt, was für Arbeit machst du? Und links oder rechts? Und rechts war der Gaszimmer. Er speelde ook nog iets af. Er was een man, vielleicht 30, 35 jaar, hebben ze geslagen uit de wagon en is bewusteloos geworden. Ja, is in onmacht gevallen. Nee? En hebben vier jonge luiten hebben een dekker moeten nemen en hebben die man op die dekker gelegd. Op die dekker een kind, vielleicht van 3 jaar. Wo war das gewesen, wo Sie da ohnmächtig geworden sind? In Birkenau. In Birkenau? Ja. Bei der Rampe, wie Sie gekommen sind? Ja. Das habe ich gesagt, Birkenau. Ja, ja. Nee? Und dann hat man sie laufen, vier Leute mit einem Mann in den Decken, ein Kind darauf, was weinte, und ein Kind, was dahinter lief, und ihr lachte. Ja, sind Sie denn ohnmächtig geworden oder Nein, ein anderer ich bin Mann? Nicht ohnmächtig. Ein anderer Mann. Ich sage Ihnen,
Die ist aus der Wagon geschlagen. Nun sagen Sie mal, Herr Zeuge, warum haben Sie das eigentlich erstmals am 25. Januar 1965 gesagt? Ich habe niemals gewusst, wie die Dr. Lukas war, die war. Aber wenn ich die Television aus... Was haben Sie nicht gewusst? Dass er hat nicht gewusst, wo Dr. Lukas war. Ich habe niemals seinen Namen gehört. Ja, der hat nie mehr von ihm gehört in der Zeitung. Haben Sie auch von diesem Prozess vor dem 19. Dezember 1964 nichts gehört? Ich soll Ihnen sagen, ich will das nicht lesen. Ich habe so viel allein mitgemacht, dass ich will das nicht lesen. Er will es nicht lesen, und er sagt, er hat so viel Elend mitgemacht, dass er es nicht ja, liest. Ja, das ist verständlich. Aber Sie haben sich ja die Fernsehsendung auch angesehen. Nein, ich habe Besuch gehabt und meine Frau setzte immer die Television aus. Und habe ich die Television gesehen, das war 19. Dezember, dass ihr in Auschwitz war. Und ich hörte den Namen Dr. Lukas und habe ich alles mehr vor mir gesehen. Und ich habe angefangen zu weinen. Und dann hat ein Bekannter von mir einen Brief geschrieben, weil selbst kon ich nicht schreiben darüber. Und so ist das ausgekommen. Für uns ist, wir willen nicht mehr wissen von der Konzentrationslager. Überhaupt nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich so viel ellende, ich habe mehr wie eine Woche nicht geschlafen. De ganze Nacht im Konzentrationslager hatte ich mich nicht gemeldet. Mein Lichem ist ganz kaputt. Sagen Sie, in welchem Krankenbau waren Sie denn damals? Ich glaube, Krankenbau 9 oder 10, Block 9 oder 10, ich weiß nicht genau. War das im Stammlager Auschwitz? In Auschwitz selber, ja. Ja, also uns sind derartige Krankenblocks bisher nicht bekannt gewesen. Ach. Sie können uns auch auf der Karte das nicht einmal zeigen. Nein, ich weiß das nicht mehr. Ich bin so nervös. Herr Vorsitzender, dass der Block 9 auch zumindest zeitweise zum HKB gehört hat, das haben aber auch verschiedene andere Zeugen schon gesagt. Hm. Aber nicht 44. Das war vor der Umbenennung. Nein, nein, nach der Vergrößerung. Was ist? Der Krankenblock hat vorher gehabt drei Blicke, das war 20... 21 und 28. Jawohl. Und nach 43 kam der Block, das kam vielleicht auch schon Mitte 43 wieder, da kam der Block 9 dazu zum Krankenhaus. Der Block 9. Und 19 auch noch. Ja, 19, das ist uns bekannt. 9 auch. 9 auch. Später ist der 9 dazu. Und was lag im Block 9? Im Block 9, ja, ich war nicht mehr im Stand, aber ich war auch krank drin. Naja. Das war neben das Experimenteblock. Ganz recht, ja. Das war Nummer 10. Block 19, ja. Ja, also Sie meinen, Sie wären auf Block 9 gewesen? 9 oder 10, ich weiß nicht genau. Und also 10 wissen wir, dass da der Professor Klauberg drin war. Ja, neben dem Experimentenblock, ja. Und haben Sie denn den Dr. Lukas erkannt auf dem Bild in dem Fernsehen? Nein. Die Nein. Namen, man, ihr hat immer eine SS-Uniform getragen, mit einem Bett auf, mit einem eine ganze Uniform. Hm? Aber wenn ich den Namen Dr. Lukas habe gehört, habe ich die ganze Konzentrationslager von mir bekommen. Ja. Nun sagen Sie bitte, wie sah der Dr. Lukas damals aus, der Sie selektiert hat und der auch nachher die Selektion... Ich kann Ihnen nicht mehr erzählen. Naja, also ich meine, Sie müssen uns doch ein Bild von dem Mann geben können, ob der groß war, ob er klein war. Na, so, ich glaube nie, dass ich so groß war. Nicht so groß war. War er stark oder war er schmächtig? War er schwach? Schwach war die nicht. Nicht. Hat er eine Brille getragen? Nein. Keine Brille getragen? Es war ein anderer, der eine Brille trug. War dieser Dr. Lukas öfter in diesem Krankenbau? Ich meine, dass er die Kranken angesehen hat oder dass er... Nein, das habe ich nicht gesehen. Das haben Sie nicht gesehen. Sie haben auch nur diese eine Selektion in dem Krankenbau erlebt? Ja, und bei Ankunft in Birkenau. Die zwei. Ja, ich meine im Krankenbau diese einzelnen.
Und wer hat Ihnen denn erzählt, dass diese beiden SS-Leute welchen Holzdiebstahls in Lettland oder wo das gewesen ist, in Riga, dass die da ins Konzentrationslager nach Auschwitz gekommen sind? Ich habe mit den Leuten gesprochen, ich sage, warum sind Sie hier, ne? Ach, sagen Sie, wir haben Holz geklaut und für Strafe sind wir nach Auschwitz geschickt. So war das. Und die wilden nicht arbeiten und die sind het Krankenhaus ingegangen. Want wenn man in het Krankenhaus kwam, moest man erst Fieber haben, wilde man aufgenommen werden. Ja. En wenn man een Fiebermeter had genomen und man had gezickt, ja, had man genau op 39 gezickt, werd man zum Krankenhaus geschickt, brauchte nicht zu arbeiten, dat war so. Hatten Sie denn damals auch Fieber, wie Sie eingeliefert worden sind? Ja. Ja. Und bei Ihrer Aussage, die Sie am 25. Januar diesen Jahres in Holland gemacht haben, da haben Sie gesagt, Sie seien wegen Magenbeschwerden ins Krankenhaus gekommen. Na ja, Sie verstehen, wenn man geschubst wird, hat man überall Schmerzen. Ja, aber irgendetwas muss doch den Lagerarzt veranlasst haben, Sie in den Krankenbau einzuweisen. Ich war ganz blau. Ich war helemaal blau. Ja, durch die Schläge? Ja, durch die geschubte worden. Ne? Dadurch, dass Sie getreten worden sind. Ja. Von den Fußtritten, die er bekam. Ja. Und darum bin ich in ein Krankenhaus geschickt. Weil bei den Ärzten, die Leute haben gekontrolliert, die Häftlinge, die waren nicht so schlimm. Die waren gut auch bei. Waren das auch SS-Ärzte? Das kann ich Ihnen nicht sagen, sie haben eine weiße Jasse angehabt. Aber es waren meist Häftlinge, die Doktor waren. Ja. Das waren, die Doktors waren nur Häftlinge. Mhm. Und wenn sie dann haben gesehen, dass es geht, dann haben sie auch wel eens. Ja. Wie haben denn diese SS-Leute den Namen dieses Mannes ausgesprochen, den Sie uns eben als den Arzt genannt haben, der Sie selektiert hat? Das habe ich Ihnen doch erzählt. Sie haben gesagt, Dr. Lukas. Die zwei haben gesprochen und da hat der eine zu der andere gesagt, welcher Doktor macht Selektion? Ja. Hat die andere gesagt, Dr. Lukas. Hat er Lukas gesagt? Und die Namen bin ich nicht mal vergessen. Ja. Sie verstehen? Ja. Und wenn die Dr. Lukas kam, habe ich an sein Gesicht gesehen, das war genau die drei Monate vorher eine Selektion hat ausgeführt. Haben die Leute nicht etwa Dr. Lukas gesagt? Ja, ihr habt Hollands ausgesprochen, ihr seid Lukas. Lukas. Sie haben nicht Lukas gesagt. Nein, Lukas. Entschuldigung, aber im Holländischen spricht man das U-Ü aus. Ja, Frau Dolmetscherin, das ist mir auch bekannt. Aber diese beiden angeblichen SS-Leute waren ja keine Holländer. Nein, das waren Reichsdeutsche. Das waren Deutsche nicht. Und die hatten ja keine Veranlassung, das U nach holländischer Art Lukas auszusprechen. Nein, die haben Dr. Lukas gesagt. Die haben Dr. Und Lukas wenn gesagt. Ihr ist gekommen, habe ich ihn erkannt von der vorigen Male. Wie ich verstehe, das habe ich nicht verstanden. Sie haben Dr. Lukas gesagt und? Dann ist gekommen, selektieren in das Ziegenhaus, heb ik gezien dat het dezelfde was die die selectie heeft gemaakt in Birkenau. Ja, er had also Dr. Lukas gezegd. En wenn dieser Dr. Lukas in das Krankenhaus kam, had er ihn erkannt als den Mann, der die Selektion bei der Ankunft schon ausgeführt hat. Ja, ich bitte dann alle Angeklagten einmal vorzutreten. Ihnen mal sagen, wer der Dr. Lukas ist, der hier angeklagt ist. Wenn Sie sich mal herumdrehen. Sie haben eben auf einen Angeklagten gezeigt und nebendran ist er. Ja. So hat ihn die Zeitung auch gesehen in Holland. Was meinen Sie? So haben Sie ihn in der Zeitung in Holland gesehen? Auf der Television. Also haben Sie ihn doch auf der Television gesehen? Ja. Aber ich sage Ihnen, wenn man einen erkannt in einer Uniform, erkennt man ihn nicht so.
Und er ist mit 20 Jahren wieder zurück. Das ist richtig. Und dann kann man das nicht erhalten. Haben Sie denn auch eine Zeitung gelesen, wo der Dr. Lukas abgebildet war? Ja. Haben Sie auch gesehen? Ja. Haben Sie ihn aber damals nicht erkannt in der Zeitung? Nein. In der Zeitung haben Sie nicht erkannt? Nur die Namen, das habe ich Ihnen gesagt. Ja. Nun haben Sie die Zeitung gesehen und haben den Namen gekannt. Ja. Und trotzdem haben Sie aber keine Aussage gemacht, sondern erst aufgrund der Fernsehsendung. Ja. Nein, das war erst in der Fernsehsendung. Und dann die Zeitung. Und dann die Zeitung. Ich bitte die Angeklagte wieder was. Je kan geen gezicht behouden. 20 jaar geleden. Ich habe keine Fragen mehr. Die Staatsmannschaft. Frau Dolmetscherin, fragen Sie den Zeugen bitte, ob die SS-Leute, die gefangenen SS-Leute, damals Dr. Lukas gesagt haben oder Dr. Lukas. Das ist diese Die Frage. Nein, ich glaube, ich das ist aber nicht klar geworden, Herr Vorsitzender. Aber Herr Staatsanwalt, ich habe den Zeugen nicht einmal gefragt, sondern ich habe ihn mehrmals gefragt. Und die Frau Dolmetscherin hat mich darauf hingewiesen, dass im Holländischen das U wie Ü gesprochen wird. Ich habe daraufhin gesagt, ja, das weiß ich, aber die deutschen Gefangenen hatten ja keine Veranlassung, hier Holländisch zu sprechen. Und da hat er gesagt, nein, nein, Sie haben Dr. Lukas gesagt. Ja, ich bin, und das ist eben der Grund, warum ich, einen Moment bitte. Das ist eben genau der Grund, warum ich es nochmal fragen möchte. Der Holländer kann das U nicht anders aussprechen. Können Sie nicht U sagen? U, ja. U kann er sagen. Aber wir sagen vor das Gemak, sagen wir Lukas. Ja. Aber hier sagen wir vielleicht Lukas. Sagt man das hier vielleicht. Das ist ihm. Ja. Aber wenn ich Holländisch spreche, sage ich Lukas. Ja. Eben, dann sagt er Und wenn ich Deutsch spreche, sage ich Lukas. Jawohl. Aber ich bin nicht gelernt in die deutsche Talen, aber ich spreche das gewoon für Holländisch. Ja. Aber ich habe Sie vorhin gefragt, ob die zwei Deutschen nicht Lukas gesagt hätten. Nein, nein, nein. Die haben Lukas gesagt. Lukas. Die haben Lukas gesagt. Ja, aber ich habe Lukas davon gemacht. Na, also. Das war mir jedenfalls bei der Unterhaltung war mir das klar, dass der Zeuge das auf Holländisch ausspricht. Na. Aber haben Sie sonst noch falls zu diesem Punkt noch irgendeine Unklarheit besteht, möchte ich doch bitten, Herr Vorsitzender, dass Sie den Zeugen das dann noch mal vorhalten. Aber es ist doch geklärt. Er hat ja doch eben gesagt, jetzt sage ich, Sie haben Lukas gesagt. Vorhin hat er gesagt, Sie haben Lukas gesagt. Ich weiß ja, nicht, also ob es ein Ü auf ein U ist. Herr Vorsitzender, das ist aber ein Missverständnis, das ich doch hier gerne klären möchte. Ja, bitte dann klären. Ich habe, und zwar kann ich das also mit dem Zeugen allein nicht klären. Sie haben den Zeugen gefragt, was haben die Leute gesagt, und daraufhin hat er, wie er das Holländisch auszusprechen pflegt, immer Dr. Lukas geantwortet. Ja. Und ich bin der Auffassung, dass bei der Befragung dem Zeugen dieser Punkt nicht klar geworden ist. Ja, dann bitte, dann klären Sie es. Ja, jetzt, aber nun haben Sie, Sie haben... Ich möchte widersprechen, der Herr Vorsitzende hat auf den Unterschied hingewiesen. Der Herr Vorsitzende hat gefragt, wie haben die SS-Leute eben gesagt? Dann sagte er Dr. Lukas. Wenn man eben so weiterfragt, wie der Herr Staatsanwalt Kügler, und dann in diesem Falle bringt man den Zeugen auf eine Spur, und das geht nicht. Naja, der Zeuge hat das überhaupt nicht verstanden, um was es da geht. Ja, also Herr Staatsanwalt, was haben Sie noch für eine Frage? War dieser Arzt, der auf der Rampe selektiert hat, alleine oder war er in Begleitung von anderen SS-Leuten, die neben ihm standen? Allein. War er bei der Selektion im Häftlingskrankenbau, Block 9, allein oder war da noch andere SS-Leute in Uniform dabei? Ich glaube eins. Allein. Nein. Einer wäre dabei. Einer war dabei. Was hat dieser Mann, der da noch dabei war, gemacht? Gar nichts. Wer hat
Sind die Nummern aufgeschrieben worden von den Selektierten? Ja, das habe ich schon erklärt. Und wer hat das gemacht? Das ist die Blockführer, habe ich doch gesehen. War das ein Häftling oder ein SS-Mann? Ein Häftling. Ein Häftling. Die Leitung hat von der Stand. Ja. Keine Frage mehr. Herr Ismail Aumann. Herr Ismail Rabe. Herr Zeuge, ich muss Ihnen einen Satz vorhalten aus dem Protokoll, das seinerzeit angefertigt wurde am 25. Januar 1965. Da haben Sie in einem Punkt etwas anders mit einer anderen Nuance ausgesagt als heute. Da haben Sie nämlich gesagt, der Name dieses Dr. Lukas kam mir schon sehr bekannt vor. Als ich jedoch während dieser Sendung den Mann zu sehen bekam, musste ich ihn... Können Sie mir folgen, wenn ich so... Oder ja, lese ja, ich zu schnell? Okay. Also ich werde langsamer lesen. Als ich jedoch während dieser Sendung den Mann zu sehen bekam, musste ich ihn zu meinem großen Entsetzen als den Mann erkennen, der in der Zeit, da ich im Konzentrationslager Auschwitz gefangen war, ich lasse jetzt eine Zwischenzeile aus, auf gefangenen Selektionen ausgeführt hat, also auf gefangene Selektionen ausgeführt hat. Das heißt also, dass dieser Mann aus eigener Initiative über Tod oder Leben der angeführten Häftlinge entschied. Haben Sie das, was ich Ihnen vorgelesen habe, eben verstanden oder wollen Sie, dass Ihnen das übersetzt wird? Ja, ich soll Ihnen erklären. Also Sie haben es verstanden zunächst. Wenn ich eine Erklärung auf muss legen, war gerade von davor ein Sohn von mir von 30 Jahren gestorben. Und ich weiß nicht, was ich tun gesagt habe. Ich war zu nervös. Ich habe einen Sohn gehabt, der ist gestorben von 30 Jahren. Vielleicht verstehen Sie das. Und drei Kinder und der vierte ist Abkunft. Wollen Sie damit sagen, dass Sie bei Ihrer Vernehmung vor dem Polizeibeamten Scherer so nervös waren, dass Sie zunächst nur den ganzen Vorfall geschildert haben, dass Sie aber sich in diesem Punkte unpräzis ausgedrückt haben? Das kann passieren, das sage ich Ihnen. Wenn ich meinen Sohn gestorben war und jetzt muss ich selber nach Krankenhaus, eine Niere muss weggenommen worden, ich habe Ausfall bekommen, ich habe viel Schmerzen. Vielleicht verstehen Sie jetzt, dass ich ein bisschen erg nervös bin und dass ich vielleicht etwas habe gesagt, aber was ich hier habe erklärt, das ist richtig und das nehme ich nicht wieder. Ja, das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, in dem Augenblick, wo Sie im Fernsehen den Namen Dr. Lukas gehört haben, da kam Ihnen diese ganze Geschichte wieder hoch und dann haben Sie, hat Ihr Verwandter oder Bekannter einen Brief an die Polizei geschrieben. Ja, und dass ich selber zunächst ganz, zunächst die Dr. Lukas abgesehen habe. Auf Lukas, wie Sie wollen. Und ich habe gesehen, wenn die in bitte, Auschwitz Herr war... Herr Zeuge, Verzeihung. Bitte sprechen Sie doch jetzt das mal auf Holländisch. Sie wollen doch eben wieder erklären mit Dr. Lukas. Ich kann das zum Teil nicht verstehen. Es ist sehr wichtig, Ihre Aussage. Sprechen Sie es bitte langsam auf Holländisch, damit es die Dolmetscherin uns übersetzen was kann. Will die weiter? Ja, er will, dass du nur Niederlands spricht und dass ich einfach da... Was will die Welt? Ich bin schon nervös. Könnten Sie vielleicht die Frage wiederholen? Ja, ich hatte Sie zuletzt gefragt, ob es so war, dass als die Fernsehsendung angeschaltet wurde und der Name Dr. Lukas fiel, dass Ihnen dann Ihr Erlebnis mit diesem Mann wieder einfiel und Sie dann die Sache an die Polizei kam durch Ihren Bekannten, ja? Glaubte, dass du nur die Aussendungen der Televisie... Das Gesicht habe ich nicht gemacht, aber die Name hat man nicht gemacht. Mhm. Die hat man kaputt gemacht, die Name. Der Zeuge unterbricht, er sagt, das Gesicht hat ihm überhaupt nichts ausgemacht, aber der Name hat ihn erledigt, wie er sagt. Ja. Wie erklären Sie sich dann, dass hier steht... dass Sie den Mann erkannt hätten. Könnte es sein, dass Sie sich, da Sie dem Polizeibeamten berichtet haben von der Fernsehsendung, dass der Sie falsch verstanden hat,
und Sie sich dort in Ihrer Aufregung nicht präzise ausgedrückt sein, haben. Es kann sein, mein Sohn war nicht im Weg begraben. Mhm. Er sagt, es ist möglich. Frau Dolmetscherin, bitte übersetzen Sie direkt. Nicht immer er sagt, sondern übernehmen Sie direkt seinen Satz und übersetzen Sie genau seine Worte. Es ist möglich. Mein Sohn war seit einer Woche begraben. Ja, danke. Ja, Herr Dr. Aschenmann. Herr Zeuge, Sie sagten, dass Sie im April, Mitte April, nach Auschwitz gekommen sind. Von wo sind Sie nach Auschwitz gekommen? Wie sagt er, die Mitte April in Auschwitz, wenn ich weiß, von Wachquamü, oder? Westerburg. Aus Westerburg. Aus Westerburg. Hatten Sie die holländische Staatsangehörigkeit? Ja. Was in Holland? Nur ja. Die holländische? Ja. Ja. Eine weitere Frage. Welche Häftlingsnummer hatten Sie? A2744. A2744. Herr Zeuge, ich halte Ihnen vor, dass im April nur ein Transport nach Auschwitz kam. Und dieser Transport Nummern über 170.000 hatte. Häftlingsnummer. Dann habe ich einen Irrtum. Sie müssen doch die Häftlingsnummer auf dem Arm haben. Ich habe hier meine Häftlingsnummer auf dem Arm. Und es ist A2744. Und wenn Sie sagen, dass es anders ist, dann weisen Sie gar nichts von der ganzen Sache ab. Eine weitere Frage. Was sagen Sie dazu, dass die Ungarn-Transporte erst mit dem 2. Mai zum ersten Mal nach Auschwitz gekommen sind? Sie haben einen Irrtum, der Transport... Der ist unrichtig. Es kamen auch vorher schon Transporte aus Ungarn nach Auschwitz. Nur die Massentransporte setzten erst mit Mitte Mai ein. Aber nein, es kamen auch schon vorher Transporte. Sie haben einen Irrtum, weil der ist genau gleich mit uns Transport ein ungarisch Transport gekommen. Und wenn Sie das anders wussten, dann weiß Sie gar nicht das, weil wir haben in einem Block, in Block 2a, sind wir angekommen. Und es waren nur Holländers und Ungarn und anders nicht. Ich darf den Herrn Rechtsanwalt Rabe darauf hinweisen, dass der Zeuge sagte, 5.000 waren es. Und ich, mit den Holländern, ja, richtig. Herr Kollege Kaul. Wir wissen auch nach den Aufzeichnungen, dass am 7. April von Westerbork die Zahl von 500 holländischen Juden gekommen ist. Differenz wäre dann ungarisch. Ich lege das noch vor. Eine weitere Frage. Wie erklären sich, dass die Nummern mit A, 1, A, also mit Nummern mit dem Buchstaben A, erst unter dem 13. Mai 1944 begannen, ihre Nummer, die Sie im April bekommen haben wollen? Sie sind verkehrt eingelichtet. Sehr verkehrt eingelichtet. Das habe ich Sie nicht verstanden. Sie sind verkehrt informiert. Ja. Ich bin verkehrt informiert, danke. Wann haben Sie denn Ihre Nummer bekommen? Das ist so, wir sind in Auschwitz gekommen, erst in Birkenau, und von da sind wir gelaufen nach Auschwitz. In Auschwitz moesten we ons ganz ausziehen, alle kleiden aus. We zijn gerasseerd van onder bis oben. Sind naar een ander lokaal gekomen, hebben we gewassen, gebadet sind we daar. En daar hebben we een nummer auf de armen gekomen. Sofort? Ja. Also am nächsten Tag etwa? Dezelfde Tag. Am selben Tag? Dezelfde Nacht. Dezelfde Nacht. En das A, das bedeutet 200.000. Wenn Sie das wussten. Ich verstehe nicht, was hast du das letzte Die gesagt? Letter A. Ja. Das ist 200.000. Ja. Und wenn man ein B hat, ist 400.000. Ja. Eine weitere Frage, was sagen Sie, Herr Zeuge, wenn ich Ihnen vorhalte, dass die Nummer A 2744 zu einer Nummerngruppierung gehört, die aus Malar stammt und die belgische Juden bekommen haben? Und zwar, der Transport ist am 21. Mai eingetroffen. Was sagen Sie, wenn ich Ihnen das vorhalte? Ich begreife. Sie sind nicht gut eingelichtet. Ich sage Ihnen, Sie können genau nachgehen, wann der Transport von Westerbork ist gegangen. Und das Nummer habe ich
wenn ich in Westerbork in Auschwitz anbinge, haben wir das Nummer bekommen. Und da waren viele mit A-Nummern, auch die Ungarn. Ich habe dann noch eine weitere Frage. Haben Sie einen Wiedergutmachungsantrag gestellt? Eine Wiedergutmachungsanfrage? Ich habe das ganze Geld bekommen. Von welchem Wiedergutmachungsamt? Das ist von der Schäden und von der Schäden von Deutschland. Habe ich für die ganze Sache habe ich noch kein 3000 Mark bekommen. Und können Sie den Ort nennen, wo das bearbeitet wurde? Könnt ihr sicher im Werkbüro das wird besorgt? Könnt ihr sicher von Wahu das Geld gekriegt? Das sage ich von der Katsu. So, von der Katsu. Ort? Ja, er kann kein. Könnt ihr einen Platz nennen? Das ist in Amsterdam auf der Keizersgracht 105 en dat noemt zich Katsu. Ich habe an den Zeugen keine weitere Frage. Eine Frage an den Angeklagten Capesius. Herr Capesius, welcher Arzt arbeitete 1943 und 1944 auf Block 9? 43 und 44, Herr Kollege. 43 kann ich nicht sagen. Und 44? Im Sommer 44 wahrscheinlich der Dr. Münch. Danke. Dr. Münch. Fragen noch von Seiten des Dr. Lukas? Ich habe im Lager Auschwitz keinerlei amtlichen Funktionen ausgeführt, ganz bestimmt keine Selektion. Eine Lüge. Herr Staatsminister, das war an Herrn Dr. Lukas. Herr Dr. Lukas, ich möchte Ihnen vorhalten, dass ich Sie im Ermittlungsverfahren bei Beginn des Prozesses auf der Rampe in Auschwitz und anschließend noch einmal hier gefragt habe, ob Sie an Selektionen teilgenommen haben auf der Rampe. Sie haben das jedes Mal, wie sich nun herausgestellt hat, der Wahrheit zuwider verneint. Ich möchte Sie in Gegenwart dieses Zeugen und unter Hinweis darauf, und das ist ja nicht stimmt, dass Sie dort keine amtlichen Funktionen ausgeübt haben, denn die unterschriebenen Todesurkunden sind ja da von Auschwitz. Im Lager Auschwitz habe ich keine Funktionen ausgeführt. Ob Sie, nun also das Unterschreiben von Todesurkunden vom Stammlager kann man ja unter Umständen als... Todesurkunden vom Stammlager, vom Zigeunerlager. Kann man ja unter Umständen als eine solche Funktion betrachten, die mit dem Stammlager zusammenhängt. Ich möchte Sie deshalb fragen, ob Sie in irgendeinem Häftlingskrankenbau, sei es in Auschwitz im Stammlager oder sei es in Birkenau, bestimmt haben, ob die eine oder andere Person zur Vergasung kommen soll. Ich habe keine Selektion im Krankenbau, weder in Birkenau noch in Auschwitz, wo ich gar nicht tätig war, ausgeführt. Wenn keine Fragen mehr zu stellen sind, wollen Sie das zum Zeugen übersetzen oder haben Sie das mitbekommen? Ich habe es verstanden. Sie haben verstanden. Aber das ist wohl, ihr habt wohl das gemacht. Aber leider die Papiere, wenn das Auschwitz weg ist gegangen, nach 18. Januar, haben sie alle Papiere verbrennt. Hm. Er ist nicht viel übergebleven, was schade ist. Hm. Want vielleicht hadden dann noch mehr Leute zurechtgekommen. Ja. Aber ich komme hier nicht vor Lügen. Ich komme hier, um zu erklären, was ich weiß. Und was ich weiß, habe ich erzählt. Und mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Und können Sie das mit gutem Gewissen beschwören? Das kann ich Ihnen beschwören.